Christoph Harting, grüß dich, guten Abend. Hi. Ich weiß, das ist eigentlich nicht so dein Metier, ne? Die Öffentlichkeit, der rote Teppich. Geht. Also, nee, eigentlich so gar nicht, ist richtig. Wie war es jetzt für dich, der lange Weg hier durch die Reporter- und Fotografenfront? Ach, so lang ist der gar nicht. Man hat Spaß dabei. Man sieht, wie sich die Ehrlich Brothers zumindest inszenieren und man genießt das alles mit einem Lächeln. Also du schaust so ein bisschen links und rechts und gehst ganz relaxed, ganz entspannt vorbei. Ich habe mir Zeit genommen für den Abend und ich bin genauso entspannt und deswegen passt es. Schön. In einem ruhigen Moment, wenn du die Augen zumachst, denkst du da noch an Rio? Bist du da gedanklich schon wieder raus? Nee, ich denke noch sehr oft dran. Immer wenn ich dran denke, ist einfach geil. Was ist da so der beste Moment? Welchen Moment hast du dir so abgespeichert im Kopf? Das ist der beste Moment, das ist eine gute Frage. Ich habe ehrlich gesagt zwei Momente. Einmal oben bei der Christusstatue, auf der Coco Verde heißt das, glaube ich. Und der andere natürlich Olympiasieg, der letzte Wurf. Und ich wusste eigentlich schon, als er in der Luft war, das ist er. Cool. Wenn du diesen Moment hast, gehst du dann sofort, als die Christusstatue oben, sofort Handy raus, Foto gemacht oder genießt du wirklich auch erstmal? Erstmal wird natürlich genossen und die Selfies, natürlich, die kommen dann auch. Selfie, bist du mit drauf? Natürlich. Okay. Also du stellst dich dann wirklich mit so einem Selfie-Stick auch hin und machst so ein Cheese? Ja, mit einem Stick nicht, aber man nimmt nur das Handy und man muss ein Stück nach unten halten, weil das Teil du ist... Du hast ja auch einen langen Arm, ne? Du hast ja auch einen langen Arm, du brauchst da gar nicht so weit. Schönen Abend dir heute Abend. Dankeschön. Tschüss.